So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, 11 Stunden, 19 Minuten noch, bis die Random Liga wieder startet. Ich will nochmal euch einen kurzen Überblick geben, was die Random Liga überhaupt ist, für die Leute, die vielleicht noch gar keine Random Liga bisher gespielt haben. Ja, werden wir nochmal kurz reingehen in die Belohnungen und Regeln hier unten. Also, ihr könntet es euch auch selbst durchlesen, aber ja, vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Tipp da auf der Seite mit dazu steuern für euch. Der Preispool ist am Wachsen. Ihr seht, wir sind schon bei 540 Dollar. Und wenn ich jetzt hier mal raufklicke, dann kommen wir natürlich auf die MyGames-Seite und sehen dann, ja, direkt, es sind sogar schon 544 inzwischen. Und wenn wir im Marktplatz reingehen, dann würde das jetzt Stand jetzt gerade bedeuten, der erste Platz würde 184 Dollar bekommen, der zweite 87, der dritte 54 und die 4 bis 10 Platzierten kriegen 32 Dollar. Und ich gehe davon aus, dass wir locker noch die doppelte Menge am Ende haben werden. Ja, das bedeutet, der Gewinner wird wahrscheinlich um die 400 Dollar hier verdienen können. Und das Geile an der Random Liga ist natürlich, dass jeder dieselben Voraussetzungen hat. Also, auch wenn ihr einen ganz kleinen Account habt, aber ihr habt das ganze Wochenende Zeit und Bock auf Rush Royale, dann könnt ihr auf jeden Fall da reingehen und mit ein bisschen Ahnung, ein bisschen Glück und viel Zeit könnt ihr euch da vielleicht einen von den Echtgeldpreisen abholen. Ja, die Random Liga. Zu Beginn des Events hast du drei Versuche und jeden Tag erhältst du einen zusätzlichen Versuch, also Leben, die du verbrauchen kannst sozusagen. Wenn du besiegt wirst, wird ein Versuch verbraucht. Um am Ende einen Kampf teilnehmen zu können, brauchst du mindestens einen Versuch. Ja, ihr stellt euch erstmal fünf Decks zusammen. Von den fünf Decks, die ihr zusammengestellt habt, sperrt der Gegner dann zwei vor dem Kampf und ihr sperrt auch zwei Decks vor dem Kampf. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Ihr habt die Auswahl, ihr seht hier jetzt gerade die gleichen Decks. Es wird dann aber so sein, dass der verschiedene Decks hat und ihr guckt, ja, womit würdet ihr am schwierigsten klarkommen oder was ist am stärksten? Die bannt ihr dann weg und dann muss er eins der anderen drei Decks spielen. Genau das gleiche macht er natürlich auf eurer Seite. Ja. Du kannst Decks mit beliebigen Einheiten, Helden oder Gegenständen zusammenstellen. Einige deiner Einheiten sind wichtige Einheiten, Key Units. Derartige Einheiten können nur in einem deiner fünf Decks sein. Du kannst keine Decks mit Sets aus identischen Einheiten zusammenstellen. Also ihr könnt jetzt nicht fünfmal euch ein Klingentänzer-Deck beispielsweise zusammenstellen. Das geht nicht. Das sind Key Units, die könnt ihr dann nur einmal pro Deck dabei haben. Ja. Jetzt ist die Katze hier gerade im Weg. Yoshi. Hier ist es. Alle Teilnehmer des Turniers spielen unter absolut gleichen Bedingungen. Die Level der Einheiten, Helden und Gegenstände sind identisch. Auch Heldengegenstände sogar, also Ausrüstung, klickt ihr euch selber an, was ihr wollt, für welche Fraktion. Und ja, das ist absolut alles gleich. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen was ins Spiel, was noch den Kampf auch entscheiden kann. Das sind die Kombo-Punkte. Im Kampf verdienst du Kombo-Punkte für das Besiegen eines Bosses, das Fusionieren, das Absorbieren, den Rangaufstieg von Einheiten mit einer Raid und das Verlieren von Herzen. Am Anfang jeder Welle kannst du Modifikatoren mit diesen Punkten kaufen. Die Modifikatoren bleiben bis zum Ende der Welle aktiv und ändern die Kampfbedingungen für dich und deine Gegner. Ja, das bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall euch mal hier die Modifikatoren angucken, die es gibt. Denn wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr schon mal erstmal überfragt und wisst gar nicht, ja, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Es gibt hier viele verschiedene günstige und teure. Ich spare meistens auf die günstigen. Überraschung kann ganz gut sein. Beim Fusionieren von Einheiten besteht eine Chance von 25%, dass die Einheit einen Rang höher auftaucht, wenn ihr ein Merge-Deck habt. Ansonsten gibt es auch zum Beispiel Freunde. Einmal alle 3 Sekunden erhält eine zufällige zentrale Einheit einen Fusionsrang. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, letztes Mal war es mit einem Hau drauf so ist, wenn ihr mittig schon den Hau drauf habt, den ihr hochleveln wollt, dann könnt ihr die Freunde aktivieren und er levelt dann einmal alle 30 Sekunden diese Einheit hoch. Und ja, so kann man ganz schnell auch eine Einheit auf T7 pushen, wenn man weiß, was man macht. Hier kommen schon die teuren Zauber, der Eislauf, der ist sehr, sehr krass. Einmal alle 15 Sekunden wird der gegnerische Pfad geräumt und 8 Sekunden lang mit Eis bedeckt, was die Monster um 50% beschleunigt. Ansonsten gibt es auch noch einen Fluch, den ihr rüberschlagen könnt. Gegner. Also kleine Mini-Boss-Gegner, Schamanen gibt es natürlich, Mana-Reduktion und Schneesturm nochmal für 70, uralte Magie, Meteoriteinschlag. Ich würde euch wirklich empfehlen, lest euch die alle mal durch. Verschlechterung kann auch gut sein. Einmal alle 25 Sekunden verringert ein Blitz den Fusionsrang der Einheit mit der höchsten Fusionsrang, ignoriert Schilde und der Lilane macht es dann alle 20 Sekunden, der Goldene alle 15 Sekunden.
Und Hand des Midas kann auch krass sein. Zwei gegnerische Einheiten verwandeln sich bis zum Ende der Welle in Statuen. Wenn Einheiten neben ihnen Aktionen ausführen, verwandeln sie sich ebenfalls. Also wenn der Gegner dann neben diesen beiden goldenen mercht, werden die auch golden und können nicht mehr bewegt werden. Und wenn ihr das einsetzt und der Gegner weiß zum Beispiel nicht, was ist dieses goldene Feld, was ich da jetzt habe? Ist es gut? Merge ich dahin? Dann wird er den Kampf höchstwahrscheinlich verlieren. Deswegen mein Tipp Nummer 1 für euch. Büffelt, bevor ihr reinstartet, die Modifikatoren. Und ja, das kann schon gut was ausmachen. Zauber gibt es noch. Dazu habe ich auch ein kleines Bild hier noch. Ihr müsst darauf achten. Das habe ich auch oft vergessen. Deswegen Kuss an meine Coaches beim letzten Mal. Wir waren ja ein bisschen im Discord. Hier oben rechts erscheint manchmal die Ente, die euch noch einen Bonus-Spell anbietet für eine gewisse Punktzahl. Und ja, da gibt es einen Stein manchmal oder Mana. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Also achtet hier oben auf die rechte Ecke eures Boardes. Da erscheint manchmal hier der kleine Kollege und möchte euch, ja, zusätzliche Zauber andrehen. Ja, und das ist schon so grob erstmal, was ihr wissen müsst. Für jeden Sieg im Turnier wirst du Belohnungen erhalten. Einige von ihnen kannst du sofort einfordern, während andere in die Bonustruhe gelangen werden, die du für Kristalle erhalten kannst, wenn du 10-mal gewonnen hast oder eine Kampfphase beendet ist. Ja, dann ist ganz neu natürlich der Turnierpreispool. Darüber hatten wir gestern schon gesprochen. Und die 100 Spieler mit den meisten Siegen kämpfen um einen Platz ganz oben in der besten Liste und das Recht, Champion-Abzeichen zu besitzen, die ihren Erfolg im Turnierfeld beweisen. Und das ist halt die Sache, ja, was halt es sehr uninteressant gemacht hat, früher über 10 Siege zu gehen. Ihr bekommt dann hier klar ein absolut krasses Abzeichen, aber auch nur für die ersten drei, sage ich mal, die hier unten, ja, sind okay. Noch ein Emote dazu, was auch zeitlich begrenzt ist. Deswegen finde ich das mit dem Preispool schon wirklich sehr, sehr krass. Schreibt mir dazu nochmal eure Meinung rein. Die werde ich auch weiterleiten. Ob ihr das gut findet mit dem Preispool oder sagt, nee, macht es unbedingt wieder weg. Oder ja, ihr könnt auch reinschreiben, wenn es euch zu wenig ist. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Ligakämpfe finden über einen Zeitraum von 4 Tagen statt. Du kannst das Turnier auf Rush TV verfolgen, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, selbst daran teilzunehmen. Ja, oder ihr schaut in einen der vielen Twitch-Streams rein, die natürlich stattfinden werden, wo es auch wieder Belohnungen gibt. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so machen wir das. Genau, das war nochmal mein kleiner Einblick in die Random Liga. Wir werden auch Livestream am Wochenende, hoffe ich zumindest. Samstag, Sonntag sind wir bestimmt am Start nachmittags. Ich werde wahrscheinlich auch einen gesponserten Stream haben, wo es dann wieder was zu gewinnen gibt für euch. Und ja, was meint ihr? Was werden wir hier am Ende zu stehen haben? Also vierstellig bin ich mir langsam ziemlich sicher. Das sind noch 4 Tage. Wir sind jetzt bei $540. Puh, also der erste Platz, der kann da am Ende richtig was absnacken, um mal einen kleinen Einblick zu bekommen. Beim letzten Mal waren 143 Siege. Ja, Platz 1, ich sag mal Platz 10 in Anführungszeichen, nur 72, das ist okay, aber ich erwarte diesmal schon sehr viel höhere Zahlen hier. Was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie hoch hier diesmal Platz 1 gehen wird. Ich würde fast sagen, boah, wir sehen diesmal eine 200 vielleicht. Mal gucken. Vielleicht sogar mehr. Man muss natürlich auch durchhalten und auch erstmal so oft gewinnen, ne? Braucht man gute Strategien, gute Decks. Deswegen, ja. Beim letzten Mal kann ich euch schon mal sagen, lief der Hau drauf sehr, sehr gut. Müssen wir mal schauen, ob das diesmal wieder ähnlich gut ist. Ja, ähnlich gut läuft es im Spiegelkampf. Wir haben die 5000 Punkte voll. Dementsprechend können wir uns jetzt hier die nächsten Zeus-Fragmente holen. Immerhin 4 Stück. Let's go. Das machen wir. Jetzt können wir mal gucken, haben wir den jetzt eigentlich schon auf 9? Ich habe es ganz vergessen. Ja, wir brauchen jetzt noch 16, um ihn erstmal auf 10 zu machen, ne? Das ist jetzt schon ein ganz schöner Step, den man da jedes Mal braucht. Ansonsten könnten wir mal kurz schauen, ob wir noch Platin drauf haben. Haben wir. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt ein Game machen und danach uns nochmal eine Chest holen, wo wir vielleicht ja noch was rausbekommen. Ja, wir können ein normales Match machen. Auch wenn wir das verlieren, kriegen wir eine Bonus-Chest. Hier würden wir auch nur eine kriegen. Deswegen, ja, können wir mit den normalen Tickets gehen. Ich habe vorhin sogar einen Arena-Kampf gemacht. Da war ein ganz cooles Deck mit Wache und so. War eigentlich ganz cool. Aber jedes Mal nur einen hier machen, lohnt sich natürlich mehr, wenn ihr liegen spielt und dort gewinnt, macht das natürlich mehr Sinn am Ende des Tages. Aber man hat ja 6 Tickets plus 3. Ich glaube, 9 kommt man. Das heißt, 1 bleibt am Tag theoretisch sowieso übrig, wenn ihr jetzt nicht noch was zusätzlich kauft. Deswegen kann man dann entweder noch einen Einserkampf machen oder ihr kauft euch halt noch für ein paar Kristalle noch ein zusätzliches Ticket.
Das müsst ihr dann selbst für euch entscheiden. So, zack. Oh, immer ins Merchfeld rein, würde ich sagen. Let's go. Dämonenjäger. Was haben wir hier? Absorbieren der Bösen. Okay. Das bedeutet, wir versuchen einen hoch zu pushen. Vielleicht den hier vorne. Wie machen wir es? Wir müssen so machen. Jetzt vielleicht den hier weg. Da kommt jetzt einer raus, ne? Okay, passt schon. Ist okay. Gucken mal, was wir da draus machen. Irgendwas zaubern wir daraus schon noch. Zack. Hier können wir einmal absorbieren. Stacks holen, ne? Wichtig. Da können wir jetzt natürlich warten. Was haben wir denn hier so viele Weiße? Ja, für die Grünen gleich. Let's go. Weiße, muss ich an weiße Trikots denken. Check24 Trikot. Heute Abend Deutschlandspiel. Was meint ihr? Wenn ihr das Video guckt, läuft es wahrscheinlich gerade das Spiel. Gewinnen wir heute? Oder wird es heute nicht so gut wie beim ersten Mal? Was sagen die Fußballfans? Ich bin ja nur so semi am Schauen, deswegen, ja. Trotzdem ganz gut im Tippspiel von der Arbeit aus unterwegs, ne? Man sagt ja immer, die Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, die machen in so einem Tippspiel meistens ganz gute Punkte, muss man sagen. Und ja, bisher ist es tatsächlich so. So, wir brauchen jetzt noch 2 grüne Dryades. Hier vielleicht was? Komm. Da sind sie. Mia, moin moin. Grüß dich. Komm mal rein ins Bild. Kleine Maus. Haben wir einen T6er, das ist schon mal stark. Hier können wir noch ein paar Stacks holen. Aber es wird natürlich nachher... Was ist denn los? Eine kleine Maus. Es wird vielleicht wieder ein Knackpunkt werden, wer am Ende mehr Stacks oder wer mehr Ränge hat vom Dämonenjäger. Das war gerade noch nicht ganz so gut dabei, tatsächlich. Wir könnten die grüne kopieren. Komm, machen wir den hier auch noch auf 4. Schadet ja nichts. Let's go. Oh, habe ich keinen Dreier? Vielleicht jetzt, ja. Wird aber auch keiner draus, ne? 1, 2 können wir machen. Vielleicht noch eine grüne, ja? Das war zu viel. Wir brauchen ja noch 2 kleine grüne. Ja, machen wir jetzt einfach mal hier, zack. Was machen wir noch aus dem Kollegen hier? Den müssen wir irgendwie noch wegbekommen, ne? Weiß aber noch nicht wie. Ich weiß noch gar nicht wie. So, wir warten jetzt mal auf die Stacks hier, auf die beiden Einser, die wir dann nochmal zusammen merchen werden. Wir haben 20 Ränge, das ist schon mal solide, hat er aber auch 23. Der nächste Stack wäre natürlich die 40. So, jetzt haben wir den ersten. Aber für die volle Ausbeute brauchen wir natürlich hier auch nochmal ein Auge drauf. Also bitte mal ein Miniboss her hier. Was hat dann hier? Mehrjungfrau Level 6, okay. Da sind wir auf jeden Fall deutlich drüber. Und das wird dann in der Random-Liga nicht so sein. Ne? Da hat wirklich jeder dieselben Voraussetzungen. Jeder kann zwischen denselben Einheiten auswählen, dieselben Helden, dieselbe Ausrüstung. Ihr könnt alles frei wählen. Und das ist halt das Krasse daran. Ne? Das heißt, dieser Preispool wird jetzt nicht unerreichbar sein für Free-to-Play-Accounts, wenn ihr natürlich Zeit habt. Das ist natürlich Voraussetzung Nummer 1. Da wirklich oben mitzuspielen, da müsst ihr schon sehr, sehr viele Games machen und halt auch gewinnen. Ne? Ihr habt es gesehen, so 150 müsst ihr mindestens rechnen, ne? Um da irgendwie mit anzugreifen. Stand letztes Turnier. Wer weiß, was diesmal abgeht. Bisher habe ich noch nicht so viele Meinungen gehört dazu. Könnt ihr mir jetzt wirklich mal gerne mal in die Kommentare schreiben oder schreibt es mir privat. Was haltet ihr von dem Preispool? Und wer von euch geht vielleicht auf den Preispool? Und ja, auf wen sollten wir mal achten in der Rangliste am Wochenende? Schreibt es mir gerne. So, was machen wir jetzt? 35 haben wir. Wir machen mehr Schaden wie er. Aber die letzten Male hatten wir mal Pech, wenn wir einfach abgewartet haben. Kurzer Nieser.
Na, kommt noch einer? Nee, geht, glaube ich, oder? Ah, bin aber noch auf den Mute-Knopf gekommen. Ah. So, hier können wir. Ah, was mache ich? Falsches Bildschirm. Zack. Ich glaube, 40 schaffen wir nicht mehr. Wir haben den hier nicht wegbekommen, ne? Den hätte ich schon gerne irgendwie noch weg. Ich weiß nicht warum. Der stört mich absolut. Ah, der geht sogar durch beim Gegner. Der haut ihm, ja, kein Fusionsrang weg, weil die Bubble drauf liegt. Hat er Glück. Ja, schön. Hätten wir auch hier in den Weißen kopieren können, theoretisch. Eigentlich müssen wir es nur aushalten. Wir müssen, aber sind aber auch nur zwei Ränge weg, ne? Wenn ich den jetzt ziehe und da... Na gut, bringt gar nicht so viel. Komm, ein paar Stacks noch. Jawohl, ist ein Dreier draus geworden. Wir riskieren jetzt alles. Wir riskieren alles. Wir sind doch hier, um Fun zu haben, oder? Let's go, da sind sie. Gutes Spiel. Schön. Auch die 40 Ränge schnell voll bekommen. Sehr, sehr nice. Ja, damit haben wir nochmal 300 Punkte und eine Bonus-Chest. 2% Chance. Wir wissen alle, da wird nichts drin sein. Aber let's go. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 25 Fragmente. Ah, und wenn sich jetzt diese Box geöffnet hätte, ne? Das wäre zu schön gewesen. Ja, wir gönnen uns hier noch eine Kiste. Wir haben jetzt hier eine 10% Chance immerhin. Kriegen noch eine zusätzliche Legendary, 10 Tickets und 2800 Münzen. Nicht lange überlegen. Let's go. Wir schauen, was geht. Ich glaube, in der 10% Kiste habe ich noch nie was drin gehabt. Deswegen... Ja. Oh mein Gott. Ja. Okay. Kuss geht raus an der Stelle. 10 Zeus-Fragmente nochmal. Das ist nice. Da sage ich es gerade noch nie Glück gehabt. Irgendwann knallt es dann doch mal, ne? Ist wahrscheinlich die 10. gewesen bei 10%. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Tag, 11 Stunden Zeit. Wir haben noch sehr viele Tickets übrig. Puh. Gar nicht so verkehrt. Noch ein Bonuspull, dann hätten wir zumindest mal auf Stufe 10. Ja, dann hätten wir zumindest das hier mal freigeschalten. Aber 15 ist schon eigentlich ein Muss, ne? Für, ja, viele, viele Decks. Wäre schon cool. Aber ich glaube, bis dahin wird es noch ein paar Wochen dauern. Ich sag's mal in Wochen. Aber ja. Bin erstmal sehr zufrieden. Ihr habt übrigens jetzt auch noch 11 Stunden Zeit, hier euch die Chest auszusuchen, wenn ihr die noch haben wollt. Also, wer da noch rein will, sollte das heute Abend noch tun. Sehr, sehr gutes Angebot. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wir sammeln hier noch unsere letzten Belohnungen ein. Ich glaube, die drei werden wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ein Tag, 11 Stunden, da kommt aber auch schon wieder fast eine neue. Ja, das werden wir noch irgendwie uns zurecht mogeln nachher, die Punkte. Aber das ist dann auch die letzte Stufe, glaube ich. Also, weiter hoch werde ich hier nicht gehen. Der Emote... Ja, der ist okay. Ich brenne eigentlich für Emotes, aber der ist nicht ganz so krass. Deswegen verzichte ich da auch gerne drauf. Und ja, wir sind durch. Wir sind gehypt aufs Random League Turnier. Seid ihr es auch? Schreibt es mir in die Kommentare, welches Deck ihr spielt und was euch noch so einfällt. Schreibt es einfach rein und dann sehen wir uns morgen wieder. Da ist das Turnier schon voll am Laufen. Mal gucken, ob wir dann auch gleich reinstarten. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, wann unser gesponserter Stream ist. Bisher beim ersten Mal war es Sonntag, da muss ich bis Sonntag warten. Wir werden es sehen. Übrigens, eine Sache habe ich noch vergessen. Dieses Mal wird es ja anders sein. Ihr konntet sonst immer 10 Siege holen. Dann gab es die dicke Chest am Ende für 500 Kristalle. Diesmal könnt ihr noch 50 Kisten zusätzlich holen. Nach der 10er Streak sozusagen. Und dort wird dann Gold und Tavern Points drin sein. Ja, das wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Chest with contain Gold and Tavern Coins. Wer da was braucht. Ja, der kann die dann vielleicht direkt für die nächste Helden-Taverne nutzen, die er dann auch übermorgen startet. Ja, kann sich eventuell auch lohnen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sind ja in der Mitte der Woche angekommen, Bergfest. Und ja, morgen 18 Uhr wieder einschalten, würde mich freuen. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Und wieder fast die Supporter des Tages vergessen, aber nur fast. Ich bedanke mich bei Pandora, Tesla oder Geistermeister. Geistermeister, ich antworte jetzt einfach mal schnell, ohne viel zu überleben. Karl Bernig, Giovanni Savarino ist mit am Start. Zu wenig Zeus, schöne Grüße, ist echt so. Thorsten, vielen lieben Dank. Player 73269231 und ID
875-70474 vor 9 Stunden. Vielen lieben Dank für euren Support. Bis morgen. Bleibt gesund. Haut rein und ciao, ciao. Shoot me down.